Ich glaube, den Regen hat man vorhin schon gehört. Auf jeden Fall höre ich jetzt Regen. Habe in der Pause einfach nochmal die Ohren gespitzt, vielleicht nochmal die Sinne sensibilisiert. Ist ja doch irgendwie gerade ziemlich aufregend, weil, ja, wir wurden schon ein paar Mal verfolgt im Wald bei tiefster Nacht. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ich sehe gerade wieder null. Ich habe null Orientierung, wo ich gerade bin. Hier vorne standen die, glaube ich. Ich muss, glaube ich, hier noch ein Stück ran. Wenn jetzt aber auch einfach so eine Einblendung kommt, mit hier auf dem Boden liegt was. Ich glaube, ich würde mich aber erstmal etwas, sowas wie erschrecken. Also hier ist schon der, lautes Geraschel, der Palisadenwal. Kann sich da vorne nicht wieder irgendjemand hinstellen, der mir eine Orientierung gibt? Ich tue mich hier gerade so echt schwer. Also, zu eurer Beruhigung, ich sehe genauso viel wie ihr, nämlich null. Habe ich mich erschrocken? Oh, jetzt habe ich Gänsehaut. Der soll seine scheiß Fackel anmachen. Kommt ihr jetzt hierher oder was wollt ihr uns damit sagen? Ich bin gewillt, jetzt einfach mal zu warten, bis es wieder hell wird. Vielleicht finde ich ja im Hellen diesen einen Typ, der hoffentlich auch liegt, der nicht bloß seine Fackel vor Schreck verloren hat. Ich glaube, das mache ich mal. Vielleicht geht er aber auch ins Unterholz, der böse Mann. Wir werden es herausfinden. Mann, ey, so ein Schreck zu Folgenbeginn. Dann steht direkt einer vor und sagt: Hey, was schläfst du da? Wir würden es aber eh nicht verstehen. Ganz schön hell. Jetzt sehe ich auch endlich wieder, wenn ich irgendwas in der Hand habe. Aha, so sieht es ja so aus. Ein kleiner Bach. Nee. Nein. Jetzt machen wir extra Lärm. Geschafft. Aber jetzt sehe ich endlich mal wieder was. Das ist wirklich eine Erleichterung. Da ist ein Kumane. Ich gucke jetzt hier mal am Rand, ob hier irgendeiner liegt. Vielleicht ist der aber auch runtergerutscht, so wie es hier runtergeht. Ja, jetzt erkenne ich auch hier diese Ecke wieder. Da liegt nichts, das ist eine helle. War da ein Tier? Ist bloß ein heller Fleck auf dem Boden. Ne, hier glaube ich auch nicht, dass ich den abgegriffen habe, aber hier wird es schon wieder zu waldig und hier war ja sowas wie eine Orientierung. So am Rand hier konnte ich ihn erwischen. Der wird hier schon irgendwo dann liegen. Ich hoffe ja nicht, dass er despawned ist, aber da ist das Spiel recht großzügig. Schmetterling, du. Ich dachte, hier wäre ein Kumane mit seinem Rock. Ein Hund ist wieder hinter uns zu hören. Ich könnte ja von der anderen Seite nochmal gucken, wie es hier aussieht. Ich gehe wieder ganz schön weit nach vorne. Pfeil und Bogen haben wir noch. Also hier vorne liegt er nicht, das ist viel zu weit vorne. Hätte ich mein Kumanzeug noch, könnte ich das ja einfach anziehen. Er hat bestimmt noch was in der Truhe, aber ob es genau das Richtige ist, ist halt auch die Frage. Erstmal Land gewinnen. Er kommt ja erstmal hier in die Richtung. Vielleicht habe ich ja Glück. Er soll uns aber auch nicht sehen, aber ich will auch was sehen. Mann. So ist ganz gut. Jetzt heißt es warten, ob er hier wirklich herkommt. Ich könnte noch mit einem Pfeil locken. Er kommt auf jeden Fall. Da ist er.
Hat uns bestimmt 10 hier so hergekleidet, wie wir sind. Wir sind 1-1 schlecht, weil nicht gepanzert. Zum Glück trifft er aber auch nicht. Ach du Kacke. Jetzt komm, bewegen. Nicht treffen. Haha. Hauptsache ruft seine Kollegen nicht. Ich treffe aber auch 0. Oh, ich konnte das echt besser auf der Zielscheibe. Auf die Zielscheibe. Oh, knapp am Kopf vorbei. Au, dass seine Kollegen aber nicht wollte. Scheiße. Okay, ich lasse es. Bin noch im Kampf, kann meine Ausrüstung nicht holen. Aber er lockt keine weiteren Leute an, also er ruft nicht. Nicht mehr ganz im Kampf. Ein paar Haken schlagen, hier komme ich leider nicht durch. Hallo Pferd. So, hier sieht er uns erstmal nicht, dann kann ich etwas Ausdauer tanken. Werde mich gleich wieder anziehen und dann geht's mal in den Nahkampf. Ich habe ihn ja gerade ganz gut rausgelockt, hoffe ich. Komm schon, gib auf, super. Das ist schon irgendwie komisch, wie wir das angehen, oder? So habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. So, Sichtbarkeit voll und Geräusche machen wir auch. Aber dass wir so wenig Schaden durch die Pfeile bekommen, das wundert mich auch ein klein wenig. Aber, will mich mal nicht beschweren. So, das Pferd ist unsere Orientierung. Hoffentlich hat er jetzt keine Kollegen dabei. So schnell geht er auch nicht zurück, das haben wir mitbekommen. Das dauert bei denen. Hier könnten wir uns ertränken, aber ich muss auf der Seite bleiben. Wo ist der Arsch? Jetzt will ich mal einen finden. So richtig offensiv rangehen, jetzt finde ich den nicht, oder was? Jetzt sind wir schon wieder zu nah dran. Hey, er hat gerufen, das ist gut. Hätte er sich mal ruhig verhalten, dann hätte er uns vielleicht überraschen können. Es kam von irgendwo hier oben. Rehlein, hau doch ab. Hier findet gleich ein Kampf statt. Dass aber seine Kollegen nicht ruft, ist auffällig. Wo ist er denn jetzt? Er hat doch von hier oben gerufen. Kann doch nicht wahr sein. Wir könnten ja hier warten, der muss noch hinter uns sein. Der hat ja von hier oben geschrien. Aber vielleicht geht er jetzt oben rein. Das ist unser Pferd, das ist er nicht. Das ist bloß ein Stein. Da an dem Baum da? War da sowas wie ein Helm? Nee. Was für ein Blödmann. Er soll sich dem Kampf stellen, nicht einfach wegrennen. Sag gerade ich. Schlecht, ich aber wieder im Ernstfall getroffen habe. Schlimm. Bei Pfeil und Bogen. Der ist doch noch nicht wieder hier hinten. Oder? Vor allem, wie laut und auffällig ich gerade war. Und der hat uns nicht nochmal angeschrien ein zweites Mal. Komisch. Das war ein Tier. Kann aber echt froh sein, dass die keine Verstärkung rufen. Verstehe ich nicht. Habe ich jetzt wieder einen gelockt? Ich habe jetzt keinen richtig gesehen.
Ah, wenn ich jetzt aber einen zweiten anlocke und der andere ist noch hinter uns, das wäre halt nicht gut. Aber den Zweikampf hätten wir an sich gewonnen dann mit Schwert, weil er war ja ein Bogenschütze und die Bogenschützen sind am Nahkampf nicht so. Ach Mann, dieser Spielverderber hier, der womöglich noch irgendwo hinter uns ist. Was ist denn das für ein Tier? Bist du das? Vor allem, wie nah wir denen kommen können. Vielleicht hängt er auch gerade an irgendeinem Baum, wobei das glaube ich wieder eher weniger. Ich glaube, ich habe den gar nicht umgebracht, den einen. Ich habe ihn bloß angeschossen, dann hat er sich einfach gedacht, ja, mache ich da das Licht aus, damit er mich nicht so gut sehen kann. Ich glaube, das wird es eher gewesen sein. Dann stecke ich aber erstmal weg, dann sehen wir wieder mehr. Boah, das tut gut, gerade für die Augen, weil dieser kleine Schlitz, das ist schon irgendwie etwas anstrengend. Ich gehe nochmal kurz ein Stück rein, aber womöglich werde ich gleich einfach mal herumreiten. Auf die andere Seite. Das mache ich jetzt auch. Wir peilen mal hier an. Und brauchen noch unser Pferd. So, X geht jetzt nicht mehr. Das ist gar nicht mal so blöd. Aber C ist eigentlich so eine geläufige Taste aus den ganzen vielen Spielen. Ah, jetzt steht auch eine andere Taste, aber ich kann sie mit der Maus machen. Dann gehen wir hier mal übers Wasser und vielleicht findet der eine uns noch. Übers Wasser ist gut, das ist ganz schön tief, sehe ich gerade. Ach du Kacke. Unser Pferd kommt ja auch gerade nicht mehr raus, das ist ja noch blöder. Wenn wir absteigen, oh, wenn jetzt dieser eine blöde Hans kommt, dann gehen wir baden, oder? So richtig? Ja, es geht noch, dann. Was war das denn? Da war ich auf einmal im Boden drin. Was ist denn jetzt los? Das ist echt erstaunlich tief. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Zum Glück können wir noch langlaufen. Hey, bist du das? Wenn der jetzt auf uns schießt, dann haben wir ein mächtiges Problem. Hat er noch einen zweiten dabei? Ich komme hier gerade nicht weg. Das ist echt blöd, wenn er jetzt schießt. Ich hab Panik. Hey. Zum Glück kommt er ja auch schlecht hin. Ich versuche mal hier hinten irgendwie rauszukommen. Ey, kann doch nicht sein, dass man nicht rauskommt. Geht auch. Vielleicht schieße ich nochmal, aber ich will eigentlich über die Brücke gehen. Er schießt noch, er sieht uns wohl gerade. Nicht. Voll daneben. Hol jetzt nicht deine Kollegen. Oh, er scheint seine Kollegen zu holen. Ich habe gerade eine weiter entfernte Stimme gehört. Moment, mal kurz gucken. Scheiße. Wir dampfen ab. Wenn wir es überhaupt schaffen. Nicht da. Pebbles, nicht da. Pebbles, sage ich ja. Ach, Enter-Taste. Tschüss. Zum Glück ist unser Pferd so mutig. Das war jetzt sehr riskant. Uiuiui, ich lass das sein. Der ist aber echt gar nicht mal so unflink. Eieieiei. Hallo, Mensch. Das wird jetzt gut gepanzert. Tschüss. Ich lasse das sein. Ich lasse das gänzlich sein, denn sein Langschussmann ist ja auch noch dabei, sein Pfeilemann. Ah, jetzt hänge ich ja wieder. Nee, nee, nee. Da oben mal wieder die weiße Linie. Der Wald bringt mir bisher kein Glück. Aber gut, dass die da nicht alleine in den Kampf gehen. War echt blöd, wenn die sich alleine gegen uns stellen.
Wie gesagt, das ist Quatsch. Warum rufen die nicht einfach Verstärkung? Haben sie gemacht. Also alles in Ordnung. So, können wir den Helm mal wieder aufmachen? Helm geht gerade überhaupt nicht weg. Und ich muss mich auf jeden Fall an meine neue Taste gewöhnen. So, jetzt ist das Schwert draußen. Jetzt pack wieder weg und Helm auf. Mann. So aufregend. Ich würde gern zumindest nochmal von der anderen Seite gucken. Ungefähr von hier. Oh, die Konsole geöffnet. So, hier sieht es nicht tief aus. Habe ich da in diesem kleinen Bachgang mit Yenda. Was macht das? Wird der wohl keinen Strom erzeugen? Also die sind gewissermaßen gewarnt, dass hier jemand herumstreift. Das ist nicht so gut, ob das Spiel das registriert und damit irgendwas bei den Gegnern umstellt. Keine Ahnung. Diese weiße Linie, die da oben immer auftaucht. Aber deren Festung, deren kleines Lager ist gar nicht mal so verkehrt. Man kommt nicht allzu gut ran. Gucken, ob wir hier hochkommen. Ansonsten gehen wir erstmal hier unten ein Stück lang. Da hängt wieder so ein Stand für Fleisch aufschlitzen. Hängt da jemand? Da hängt jemand, okay. Die sind gar nicht mal so blöd geschützt mit dem Wald. Hier kommen wir bestimmt gleich wieder raus und dann wird gemeckert, oder? Ist das schon soweit? Nee, überhaupt... Oh! So schnell kommt man so weit nach unten. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind ungefähr hier. Das ist aber ganz schön weit unten. Hoi. Ja, hier wird uns so schnell kein Kumane erwischen. Denke ich. Wobei, ich höre schon wieder jemanden rufen. Ah, durchs Gestrüpp. Abseits des Weges ist echt eine kleine Qual, aber so soll es ja auch sein. Unebenes Gelände. Dann noch mit einem Pferd. Naja, es hat halt lange Beine. Kann schon helfen. Hasi. Warum muss Heinrich da jedes Mal schreien? Reicht doch schon, wenn er die Sporen pieksen lässt. Oder wenn er so einfach seine bloßen Hacken ins Pferd rammt. Ohne Sporen. Ich habe schon längst aufgehört, nach vorne zu drücken, aber wir waren noch so im Schwung. Links ist wieder ein Hund zu hören. Wie weit bin ich denn noch weg? Gar nicht mehr so weit. Ja! Müssten gleich da sein. Wenn ich nicht vom Pferd fallen würde. Bin ich jetzt in der Karte drin? Auf jeden Fall runtergefallen. Yenda. Tut mir leid, wenn wir dir wehgetan haben. Sollten. Fliegen hier gerade Steine runter? Schmeißt man die auf uns oder haben wir die gelöst? Interessant. Da war ein Specht. So, jetzt sind wir schon wieder recht nah dran. Offizieller Weg, gucken, ob jemand kommt. Wenn nicht, dann weiter. Rechts vor links. Und überhaupt erst links gucken, dann rechts, dann nochmal links. Aber letzteres habe ich jetzt gar nicht gemacht.
So, jetzt haben wir gleich eine erhöhte Position. Sind wir da gleich auf Lagerhöhe oder sogar etwas drüber hinaus? Wir können ja mal gucken, wir sind gerade wieder drüber. Ist da wer? Moment. Ne, ist bloß ein Dach. So, könnten wir jetzt aber mal hier den Helm wegmachen? Ah, jetzt geht's wieder. Mann, das ist eine ganz andere Wahrnehmung. Das ist der Turm, den wir schon kennen. Aber auf dem Pferd sehen wir echt mehr, weil wir drüber gucken können. Wir sind aber auch verdammt auffällig. Die könnten jetzt heimlich und leise jemanden hier hinschicken. Und so schlecht, wie wir hier durchkommen. Aber irgendwas Interessantes hat auch Heinrich nicht mehr gesehen. Bin ja immer noch erstaunt, wie er den einen Graben da erkannt hat. Auf diesem Weg könnten wir unbemerkt bis zum Lager gelangen und sie überraschen. Aber dann würden wir den Kumanen in die offenen Arme laufen. Ja, so einen richtig guten Angriffspunkt haben wir nicht entdeckt. Noch sagt keiner was. In die offenen Arme. Dass die jetzt der Sache nicht nachgehen. Von wo sind wir jetzt schon ran? Also wir sind jetzt hier ran, da kommt Heinrichs Ansage mit offene Arme. Eigentlich sollte man ja von oben angreifen, aber von oben kommen wir nirgendwo drüber. Hier wäre halt offen. Und hier unten beim Schnellreisepunkt. Wir könnten noch mal ein Stück hier unten ran. Letztendlich werden die uns fragen, von wo wir angreifen möchten, denn das Lager ist unbekannt. Wir sind der Einzige, der hier weiß, wie es aussieht. Von hier aus könnten wir sie überraschen. Aha. Ja, Schutz der Bäume, ne? Also ist schon was dran. Wir kommen hier von unten. Von unten ist zwar blöd nach oben kämpfen, aber hier kommen ewig viele Bäume. Und hier unten ist immerhin ein Eingang. Weil dann sind wir halt irgendwann mal direkt hier vor der Nase. Schnellreiseort, hier wäre wirklich gar nicht mal so verkehrt. Gut, aber ich würde sagen, wir haben es überlebt. Wir haben jetzt leider niemanden ausschalten können, Pfeile nicht kaputt gemacht, niemanden vergiftet. Dass das Vergift nicht funktioniert hat, das ist irgendwie sehr schade. Eine Brücke. Ah, könnt mich mal. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Auf beiden Seiten ist das Gelände offen, aber das ist der schnellste Weg hinein. Also letztendlich über die Brücke. Wobei ich den ersten Punkt auch nicht schlecht finde. Der wird wohl der zweitbeste sein. Jetzt dampfen wir erstmal davon und dann, ja. Erstmal Pause und dann müssen wir mal davon berichten, was wir gesehen haben. Endlich mal wieder ordentliches Gelände. Also ein ordentlicher Weg. Wir sind echt flink mit unserem Pferd, Yenda. Gefällt mir. Ist ja auch ein Schlachtpferd. Gut, also dann erstmal hier kleine Pause. Und wir kommen endlich mal aus dieser Zwickmühle da raus. War irgendwie alles so beengt, so beklemmend. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.